Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ich bin hier gerade noch auf dem Tuning-Treffen. Das Video habt ihr hoffentlich gesehen. Und ich werde jetzt zurück zum Hotel fahren. Aber bevor ich jetzt zum Hotel zurückfahre, hatte ich spontan noch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das klappen wird. Und es ist auch sehr, sehr dreist. Boah, guck mal hier den Nissan Skyline an, Digga. Mein Gott. Was ist das für ein Nissan Skyline? R32 oder so? Ich kenne mich da leider nicht aus. Ist auf jeden Fall ein Nissan Skyline. Unfassbar geil. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob es klappen wird. Und zwar, ich war da vorhin Kippen kaufen. Und hinten am Eck müssten... Ja, da stehen immer noch Motorradfahrer. Da stehen Motorräder. Ich würde mir die sehr, sehr gerne mal angucken mit euch. Und dann mal gucken, ob die Leute hier Englisch können. Und dann vielleicht eins Probe fahren oder so. Das ist richtig dreist und richtig asozial. Ich stelle mich einfach mal zu den Leuten hier hin und quatsch sie an. Die haben schon mal nicht zurückgenickt. Ich habe nichts zu verlieren, wisst ihr, wie ich meine? Und zurückgewiesen wurde ich schon sehr oft hier in Japan. Ich stelle mich einfach mal wie so ein Volltrottel in meiner Kawasaki neben die Bikes und wir gucken uns die Motorräder an, die hier rumstehen. Okay, wir haben hier eine ZX-10R in komplett schwarz, wunderschön. Dann haben wir, oha, wir haben hier eine Doppel-R, Digga. Auch nice. Dann eine Gixxer. Komm, ich quatsch dir einfach mal an, Digga. Hello, do you speak English? English. Do you speak English? Right? Right? Oh, nice. I'm filming right now a video for YouTube. Oh. Is it okay if I show the bikes? Okay. What is your bike? G6. Ah, the Hayabusa? Yes, yeah. Oh, nice. Really nice. Ja, okay, ich glaube, die haben nicht so richtig Bock auf mich. Hier steht einfach eine Hayabusa, Digga. Alter, unfassbar schön. Ja, aber ich kann ihn jetzt nicht fragen, ob ich sein Motorrad fahre, oder? Nee, das kann ich nicht bringen, Digga. Also in Deutschland würde ich es machen, aber hier in Japan ist es immer ein bisschen anders. Das kann ich nicht machen, Digga. Very nice bike. Thank you. Okay, wir fahren einfach wieder. Gott verdammt. Ah, warte, bevor wir fahren, ich frage dir noch mal eine kurze Sache. One last question. In Tokyo, are there like races? Race? Racings? No races? Yes. So, like, I mean cars, like racing somewhere? No, right? No, right. No? Yes. Ah, okay, okay. It's illegal, right? You get in jail. Yes. Ah, okay, okay. Ja, okay, die waren nett, aber ja, ich will's jetzt hier nicht rausreizen, Digga. Also ich würde... Ach komm, scheiß drauf. Okay, Freunde, es ist gerade was Unglaubliches passiert. Ich habe gerade mit den Jungs geredet und ich habe mich irgendwie mit denen verständigen können. Die können fast kein Englisch, aber ich fahre jetzt die Hayabusa von dem einen. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich darf die einfach fahren. Was für gottverdammte Ehrenmänner. Also einer von denen fährt jetzt mit mir und ich fahre seine Hayabusa. Das heißt, ich fahre jetzt eine Hayabusa in Tokio. Versteht ihr das? Checkt ihr das, Digga? Gottverdammt, das ist so schön. Mann, es war mir auch voll unangenehm, die zu fragen, aber ich habe es irgendwie so richtig soft gemacht. Me this one and you this? Yes. Okay, thank you so much again. Really appreciate it. Thank you. Arigato. Alter, ja, okay, wir fahren jetzt Hayabusa. Also so sieht das Schätzchen aus. Komplett schwarz mit Stickern drauf. Ich hoffe, dass der jetzt nicht so ballert, Digga. Nicht, dass der jetzt denkt, ich will hier ein Rennen fahren oder so ein Scheiß. Okay, er fährt eine 1000er Gixxer, fährt er. Alter, Junge, die ist ultra schwer. Okay, er fährt vor. Oh Gott, warte auf mich nicht. Das... Ah, Gang rein. Oh Gott, war das unangenehm. Okay, jetzt nicht abschlärmen. Das wäre das Unangenehmste, was mir jemals passiert wäre. Okay, wir fahren. Let's go. Wo sind hier die Fußrasten? Okay, also, Freunde. Ich kann nicht glauben, dass es gerade wirklich passiert. Ich sitze auf einer Hayabusa drauf in Tokio mit irgendwelchen Japanern vor mir. Er fährt vor und ich fahre seine Hayabusa. Digga, das ist absolut geisteskrank. Freunde, enjoyed das Video. Junge, ist die laut. Und die hat auch ordentlich Leistung. Ich weiß es nicht, ob die gemacht ist oder ob die Serie ist, aber die hat ordentlich Leistung, Digga. Das merke ich direkt. Ich bin ja schon mal in der Hayabusa gefahren. Junge, guckt euch das an. Oh mein Gott, das ist cool. Also, Digga, das ist mit Abstand der coolste Moment. Doch, ja, es ist mit Abstand der coolste Moment, den ich in meinem Leben jemals erleben durfte. In Japan, nachts, irgendwo auf dem Tuning-Treffen, eine Hayabusa-Probe fahren. Das ist absolut geisteskrank. Wow, Alter, knallt die. Junge, hört euch mal den Sound an. Das ist absolut geisteskrank. Die hat auch keine Spiegel, sehe ich gerade. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas. Vierter Gang. Dritter Gang. 3, 2, 1. Junge! Junge, ist das geil! Bruder! Ey, die knallt so hart raus. Hört euch mal bitte das an. Digga. Da ist so safe kein Cut drin. Da ist kein DB-Killer und kein Cut drin. Und es hört sich einfach nur göttlich an. Danke, lieber Gott, dass ich sowas erleben darf. Nach all den schweren Zeiten hier in Tokio, mit Bike kaputt, mit Bike kein Tank mehr, darf ich jetzt sowas erleben. Es ist einfach schön. Ich muss mich ein bisschen runterfahren. Ich schreie die ganze Zeit ins Mikrofon, eure Ohren. Es tut mir leid. Aber es ist einfach, Digga, ich freue mich gerade so krass. Enjoyed einfach die Videos aus Tokio. Ich glaube, dass es einer der coolsten Videos sind, die ich jemals in meiner Karriere als Idiot auf YouTube drehen durfte. Das ist
absolut geisteskrank. Okay, er sagt slow down. Ja, ja. Slow down, slow down. Okay, bisschen Gas. Oh mein Gott, das ist so schön. Mir ist auch gerade einfach gar nicht mehr kalt, weil ich mich so freue und so Adrenalin in meinem Körper habe. Oh mein Gott! Digga, ist das ein Donnergewitter? Jo, das ist Endstufe. Ich habe gerade wirklich Tränen in den Augen, weil ich mich so freue. Hört euch mal den Klang an. Ich muss unbedingt gleich nochmal im Stand einen Soundcheck machen von dem Ding. Das ist auf jeden Fall die lauteste Hayabusa, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Der fährt aber ganz schön dicht auf bei dem Auto. Wisst ihr, was ich mache? Ich schicke dem Leftlane-Paket zu, oder? Ich schicke dem ein Leftlane-Paket nach Tokio. Versandkosten wahrscheinlich 3000 Euro, aber ich werde dem Bruder als Dankeschön ein fettes Leftlane-Paket schicken. Gott verdammt. Junge, ich glaube, wir fahren hier auch gerade viel zu schnell. Alter! Freunde, macht sowas nicht nach, ja? Oh mein Gott, Junge, wie dieses Motorrad rausfällt, ist nicht mehr normal. Ja, der will jetzt hier schnell fahren. Freunde, macht es nicht nach. Das ist hier alles wegen dokumentarischen Gründen, okay? Das ist eine Doku gerade über Japan. Kurzer Tunnelcheck. Alter! Junge, ich halte einfach mal Maul und ihr genießt diesen Sound. Alter. Oh, ich glaube, da stand gerade ein Polizist. Ups. Okay, er gibt Gas. Alter! Junge! Digga, wie dieses Ding anschiebt. Mich hat es gerade fast vom Sitz runtergezogen. Alter, ich spüre die Druckwelle von diesem Knall in meinem Hodensack drin, aber richtig. Hier mal ganz kurz sein Motorrad, neue GSX-R 1000, auch wirklich ein sehr schönes Bike. Und es sieht auch wirklich sehr, sehr schön von hinten aus, muss ich sagen. Also heute ist einfach wirklich ein Traum. Das ist einfach, also, dass der jetzt gesagt hat, ja, fahr mein Motorrad, hätte ich im Leben nicht gedacht. Weil Japaner sind auch wirklich sehr höflich, aber sehr schüchtern und zurückhaltend. Und ich dachte mir eigentlich, die sagen nein. Ich habe mich auch wirklich erst nicht getraut, die zu fragen, weil ich mir irgendwie dumm vorkam und weil ich irgendwie auch nicht unhöflich sein wollte, wisst ihr, wie ich meine? Aber die waren mega nett, also wirklich ein dicker Shoutout an ihn und an seine Freunde in Tokio, Mann. Okay, Freunde, ich hab's überlebt. Wir sind wieder hier beim Motorrad-Auto-Treffpunkt angekommen. Gott. Verdammt, war das cool. Digga, also wirklich, ich weiß, ich hab's jetzt auf dem Video gesagt, aber es war einer der coolsten Momente in meinem ganzen Leben. Ich wollte noch einen Soundcheck machen eigentlich, aber wir sind jetzt nicht stehen geblieben. Vielleicht mache ich gleich nochmal einen da hinten. Aber ich glaube, hier darf man nicht so laut sein. Das mögen wahrscheinlich die Tankstellen und so hier nicht. Das ist ja wie in Deutschland, Digga. Da hat man ja die gleichen Probleme eigentlich. Alter. Okay, ich mach lieber aus. Ihr habt ja eh Sound gehabt, Freunde, das reicht. Thank you so much, man. Was really nice. Thank you. Arigato. Okay, eigentlich wollte ich ihn gerade umarmen und noch ein bisschen mit dem quatschen, aber der kann leider gar kein Englisch, deswegen fahre ich jetzt lieber, bevor es noch unangenehm wird. Freunde, ich verabschiede mich jetzt von dem heutigen Video. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was war das gerade für ein Video, Digga? Ich muss es erstmal verarbeiten. Ich gehe jetzt gleich pennen, wenn ich im Hotel bin. Freunde, das war einer der schönsten Videos in meinem ganzen Leben. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es genauso gefühlt und die Emotionen sind rübergekommen, wie ich das hier gerade gefühlt habe. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Heide Ackermann und... Junge, oh mein Gott, das ist cool!